sagen, sie sind nicht komplett abgeschafft in Österreich. Ich habe immer noch Bildungssektoren, wo es möglich ist, das zu machen, obwohl sie staatlich finanziert werden. Fachhochschulen werden zum Großteil vom Staat mitfinanziert. Und das ist einfach auch noch mal klarzulegen, weil das vielen nicht bewusst ist. Sie wollten was sagen. Ja, genau. Und zwar an Fachhochschulen sieht man ja, dass die soziale Durchmischung generell besser ist. Das heißt also, dass Studiengebühren an sich keine Hürde sind. Nein, warum du an Fachhochschulen eine bessere Durchmischung hast, ist ein ganz anderer Punkt. Ich habe Fachhochschulen in Locations, wo ich keine Universität habe. Das heißt, ich spreche da eine ganz andere Personenschicht an. Das ist am Anfang schon so gewesen, aber ich spreche da Leute an, die es sich nicht leisten können, in eine andere und größere Stadt zu ziehen. Ich spreche Personen an, weil an Fachhochschulen ist es wesentlich einfacher, mir mein Vorstudium anrechnen zu lassen und meine Berufserfahrung anrechnen zu lassen, was an Universitäten nicht der Fall ist. Das heißt, deswegen spreche ich ein anderes Klientel an. Mhm. Und ich habe die Garantie, an einer Fachhochschule in 3 Jahren fertig zu werden. Ja. Und das ist ein Problem an Universitäten momentan, dass ich das nicht kann. Ich habe meinen Platz, aber das nicht aufgrund von Studiengebühren, sondern aufgrund von, wenn ich Zugangsbeschränkungen drin habe. Gut, zu diesem Thema kommen wir auch noch. Ich halte fest, es gibt hier sozusagen 5 gegen 1, was Studiengebühren betrifft. Wir haben einen ehemaligen ÖH-Vorsitzenden der Uni Wien zum Thema Studiengebühren gefragt. Heute ist der Herausgeber der Tageszeitung Kurier, es ist Helmut Brandstätter. Die Studentinnen und Studenten wiederum müssen wissen, ernst genommen werden sie nur dann, wenn sie ernsthafte Forderungen vortragen und sich auch in eine permanente Diskussion begeben. Ich verstehe, wenn Studenten zum Beispiel sagen, wir wollen keine Studiengebühren, aber wir wollen keine Studiengebühren ist nur die halbe Antwort. Wie sonst kann man die Universität finanzieren? Da haben früher die Kommunisten gesagt, indem man das Bundesheer abschafft. Ja, also das sind zu schlichte Antworten. Gut, zu schlichte Antworten, das wollen wir natürlich nicht so stehen lassen. Ich versuche es noch einmal viel konkreter. Nehmen wir an, Finanzminister Schelling mit einem Einkommen von rund 17.000 Euro pro Monat. Warum soll er nicht für das Studium seines Kindes bezahlen, sondern auch ein Arbeiter, der ein Zehntel verdient und mit seinen Steuern ja auch das Studium des Kindes des Finanzministers finanziert? Aber das ist ja genau der Punkt. Der Herr Finanzminister soll mit seinem großen Vermögen auch das meiste durch Steuern einzahlen, um das dann auch zu finanzieren. Und dazu braucht es, und dafür stehen wir als Hausstudio, auch einfach Vermögenssteuern. Das Problem ist ja, dass zum Beispiel... Gut, aber wie realistisch Vermögenssteuern sind, das verfolgen Sie ja, nehme ich an, Tag für Tag. Ja, das heißt, von daher werden sich die Lohnsteuersenken nicht durch eine Vermögensteuer gegenfinanziert haben, bleibt es vielleicht für die Hochschulen über. Ja, na, das grundsätzliche Problem ist ja, dass Vermögenssteuern keine fixen Einkommen sind. Das heißt, wenn jetzt eine reiche Person aus dem Land gehen würde, würde auch das tertiäre Bildungsbudget darunter leiden. Und was es unserer Meinung nach wirklich braucht, sind nicht nur Studiengebühren allein, sondern es braucht endlich ein konkretes Konzept, wie man Hochschulen ausfinanziert. Und wir Junos haben da ein 3-Punkte-Konzept ausgearbeitet. Und grundsätzlich braucht es den Staat, davon haben wir 2% des Bruttoinlandsproduktes, aber nicht so, wie es derzeit ist mit intransparenten Leistungsvereinbarungen zwischen Rektoren und Wissenschaftsministerium, sondern mit einer kapazitätsorientierten Studienplatzfinanzierung, wie sie auch Fachhochschulen haben, dass man sich wirklich anschaut, was kostet ein Studienplatz und das soll das Ministerium dann der Hochschule überweisen. Und dann braucht es unserer Meinung nach auch mehr Drittmitteln, weil im OECD-Durchschnitt kommt im tertiären Bildungssystem 32% aus Drittmitteln und in Österreich sind es nur 12 und da ist einige Luft nach oben. Kopfschütteln bei Herrn Flacke, Moment. Ja, Drittmittel ist so ein Thema, was immer sehr schwierig ist, weil mit Drittmitteln findet eine gewisse, oder ist es möglich, dass eine gewisse Lenkung stattfindet. Und das ist was dem Begriff von Bildung so ein bisschen für mich widerspricht. Also und auch von Forschung. Also es gibt natürlich, wird sicherlich Forschung geben, die nur durch Drittmittel finanzierbar sind, weil sie irrsinnig teuer sind. Aber es sollte schon im Interesse des Staates sein, auch Forschung. Drittmittel, da meinen Sie Sponsoren für unsere Serie? Ja, zum Beispiel der berühmt-berüchtigte Coca-Cola-Hörsaal, der letztens genannt wurde. Das sind Sachen, die möchte man ja nicht. Da kommt von extern jemand rein und sponsert das. Vermeintlich ohne Hintergedanken. Nur das ist wie immer bei sowas, wenn jemand Geld gibt, hat er einen gewissen Hintergedanken. Irgendwas wird es schon machen. Also auf der Montanuni Leoben gibt es zum Beispiel einen passenden ganzen Studiengang, der von der OMV finanziert wird. Also da steht einfach fest, dass Forschung, Wissenschaft dann nicht mehr komplett frei sein kann. Das ist das Wichtigste bei einer Finanzierung der Hochschulen zu beachten.
dass die Wissenschaft, dass die Forschung, dass die Lehre frei und unabhängig ist. Als ÖH haben wir auch gemeinsam ein Modell ausgearbeitet im Forum Hochschule, das eben auch eine Studienplatzfinanzierung vorsieht, und zwar nach ECTS-Punkt und nach Studienrichtung. Mhm. Wenn wir das haben, wenn wir die Hochschulen, die ausfinanziert haben, dann kann man sich anschauen, ob man vielleicht Drittmittel auch hinzunimmt, aber nur unter der Bedingung, dass dabei zumindest ein Teil dieser Drittmittel auch in die Grundlagenforschung. Ja. Gut, ich fasse jetzt wieder zusammen. Es herrscht Einigkeit darüber, es gibt zu wenig Geld für die Unis. Es gibt Diskussionsbedarf bei den Zugangsbeschränkungen. Herr Wiltsche, Frau Haas und Herr Swatek sind für Zugangsbeschränkungen. Frau Goldinger. Pardon? Gegen Zugangsbeschränkungen? Frau Goldinger, Frau Grabenz, Herr Flacke und Frau Haas sind dagegen. Gut, ich fange mit den Gegnern an. Herr Flacke, was ist denn so falsch daran an einem Numerus Clausus oder an Knockout-Prüfungen? Das Problem ist ja immer, da soll eine Lenkung stattfinden, dass weniger Leute ein Fach studieren, weil es irgendwie überfragt ist. Die Frage ist, was erreiche ich damit? Ja, das heißt, ich beschränke irgendjemanden in seiner persönlichen Wahlfreiheit. Und das ist was, was man einfach nicht möchte. Die Frage ist, es gibt ja auch immer wieder die Argumentation, naja, viele Leute studieren erstmal was und dann merken sie nachher, es ist das Falsche. Und das ist halt ein so ein zentraler Ansatz. Es braucht die Beratung, was man wirklich studieren möchte. Und die braucht es einfach schon vor dem Studium. Das ist zu spät, wenn es ansetzt. Also gerade die Maturantinnenberatung, die leistet da ja schon gute Arbeit. Und das ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Da braucht es viel mehr Beratung. Und auch, also man muss die Leute einfach aufklären, was für Optionen gibt. Es gibt Studiengänge, die wahrscheinlich Leute interessieren würden. Von denen haben sie auch noch nie was gehört, weil sie an irgendeiner Uni, sagen wir mal, in Leoben sind oder so. Und wenn ich jetzt in Wien bin, dann werde ich mich vielleicht mit der Uni beschäftigen. Aber wenn ich das richtig verstehe, dann heißt die Hörsäle platzen aus allen Nähten, weil da Menschen drinnen sitzen, weil die nicht wissen, was sie wollen. Nein. Das habe ich ja nicht gesagt. Ja, Entschuldigung, ganz kurz. Ich habe gesagt, dass es durchaus Studierende gibt, die ja den Studienplatz wechseln. Das ist ja immer wieder ein Argument, was dann kommt. Und das ist auch das Argument für die Maturantinnenberatung. So, die Frage ist Ausfinanzierung von Hochschulen. Das ist ja eine zentrale Forderung, die wir, glaube ich, alle einig sind, dass wir die brauchen. So. Kostet das was den Staat? Natürlich kostet das was den Staat, aber was bekommt er am Ende dafür wieder? Ja, ich glaube, dass der volkswirtschaftliche Nutzen viel höher ist als die Kosten, die der Staat damit hätte. Und das ist halt das, wo ich dann immer glaube, es ist ja ein Irrglauben zu glauben, dass wenn ich jetzt dahergehe und sage, ich mache jetzt eine Studienplatzfinanzierung über Studiengebühren oder so, dass dann auf einmal alles besser wird. Nein, der Staat wird einfach das Geld rausziehen und nur noch die Studierenden sollen es bezahlen. Am Ende bleibt das gleiche Geld, es bleibt die gleiche Anzahl von Studierenden. Gut, wir bleiben bei den Zugangsbeschränkungen. Da fürchten Sie einen Lenkungseffekt, der eben falsch sein könnte. Sie halten dagegen, Herr Wiltsche. Ich halte da sicher dagegen, weil du hast angesprochen, Philipp, das schränkt jemanden in seiner persönlichen Freiheit ein, wenn es Zugangsbeschränkungen gibt. Das stimmt ja nicht. Ja, er hat ja trotzdem, oder sie hat ja trotzdem die Möglichkeit, jede Bildungseinrichtung, die er oder sie will, zu besuchen und dort versuchen, eventuelle Zugangsbeschränkungen zu bestehen. Wir als Aktionsgemeinschaft, unser Zugang dazu ist, Zugangsbeschränkungen ja dort, wo sie es braucht. Ja, ich sitze selber in einem Lernstudium, kennst die Situation sicher auch, Lucia, auf der Uni Wien, wo es gerade zu Beginn des Studiums in der Pädagogik ist, nicht nur Hörsäle gibt, die aus allen Nähten platzen, ja, sondern da werden Studierende wieder aus dem Hörsaal geschickt, ja, weil es mit feuertechnisch und so weiter nicht funktioniert, dass sie im Hörsaal Platz nehmen dürfen. Und das darf es ja auch nicht sein. Und da ist es unserer Meinung schon wichtig zu schauen, okay, einerseits Maturantenberatung, ja, das ist ja das, wofür wir als Aktionsgemeinschaft stehen, da anzusetzen und zu sagen, hey, schau her, lieber Maturant, liebe Maturantin, diese, jene Möglichkeiten hast du, und da wirklich über alle Möglichkeiten aufzuklären, weil wir glauben, dass da einfach, du sprichst es an, ja, Nachholbedarf gibt es ja, ganz sicher sogar, und da anzusetzen, ja, und dann zu schauen, okay, wie kann man schauen, dass jeder Studierende ja wirklich in Mindeststudienzeit fertig wird, ja, weil das ist das Problem, vor dem wir stehen. Ein Satz noch dazu, bitte. Das ist natürlich eine Sache. Also es gibt ja Studiengänge, die absolut überfüllt sind. Also gerade an den medizinischen und veterinärmedizinischen Unis ist das ein Riesenproblem, weil da die Kapazitäten so begrenzt sind. Jetzt die Frage, was mache ich? Ich installiere Zugangsbeschränkungen und stehe mich damit aus der Verantwortung als Staat, zu sagen, okay, ich schaffe mehr Plätze. Also das kann nicht der Weg sein. Dann muss ich mehr Geld in die Hand nehmen und sagen, dann biete ich mehr Flächen an. Gerade bei den Medizinern wäre es vielleicht sinnvoll. Aber gibt es aus Ihrer Sicht irgendein Limit? Wofür? Für Geld, was man in Bildung investieren sollte? Ich glaube nicht. Für Studienplätze, für bestimmte Studienrichtungen, damit eben die Hörsäle nicht aus den Nähten platzen. In der idealen Vorstellung wird so lange finanziert,
bis man genug Studienplätze angebaut hat. Wie realistisch ist das? Entschuldige, das ist unrealistisch, weil du kannst nicht von heute auf morgen einfach einen neuen Hörsaal bauen oder mehr Laborplätze schaffen, wenn sich mehr Leute anmelden. Und genau deswegen. Also auf keinen Fall ein Limit, das ist Ihre Aussage. Habe ich das richtig verstanden? Es sollte kein Limit geben, das ist schon meine Aussage. Da, wo es momentan Kapazitätsengpässe gibt, dass man es da momentan irgendwie steuern muss, das betrifft gerade die Veterinär- und die medizinischen Unis, da ist es natürlich zurzeit leider unumgänglich. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, nehmen wir an, es gibt 1000 Jobs für Mediziner und 100.000 wollen studieren. Ich glaube, dass wir das Medizinerproblem zurzeit in Österreich nicht diskutieren sollten, weil ich glaube, dass die Mediziner in Österreich gerade sehr, sehr gebraucht werden. Und also wenn man Umfragen hört, wie viele Leute da abwählen wollen. Es ging ja jetzt um die Metapher, also es geht ja jetzt nicht um die Studienrichtung, es geht einfach um die Limits. Ja, soll ich mich bedarfsorientiert ausrichten oder soll ich sagen, ich möchte den Leuten die Bildung ermöglichen, die sie auch wirklich machen wollen? Vielleicht, um da noch kurz einzuhaken, ja, weil jetzt sehr viele Bildung... Das sollten Sie beantworten. Ja, also das war eine ironische Frage. Also das war so gemeint, dass man natürlich die Option bieten muss, was ich studieren möchte, das sollte ich auch studieren können. Und irgendwelche Aufnahmetests einzusetzen, die dann quasi Hürden hinlegen, dass ich mich... Und vielleicht das Männerdiskussion um nochmal auf die Zugangsbeschränkungen zurückzukommen. Wir sehen es ja auch bei ganz vielen Studienrichtungen, wie zum Beispiel Psychologie. Die Zugangsbeschränkungen lösen das Platzproblem nicht. Und was bedeuten Zugangsbeschränkungen eigentlich? Zugangsbeschränkungen bedeuten natürlich, dass Menschen, die aus finanziell schlechteren Situationen kommen, Menschen, die aus Arbeiter- und Arbeiterinnenfamilien kommen, auch schwieriger den Zugang zu diesem Studium finden. Es gibt Aufnahmeprüfungen. Wie lerne ich für die Aufnahmeprüfungen? Im Sommer, wenn ich nicht arbeiten muss, ist das leichter. Wenn ich mir den teuren Vorbereitungskurs leisten kann, ist das auch leichter. Das heißt, Zugangsbeschränkungen bedeuten ganz klar, dass die Studentin mit der Mutter, die Bilderkassiererin ist, nicht so leicht den Zugang zum Studium hat. Was auch noch mal zu sagen ist, was bei Zugangsbeschränkungen, es heißt ja nicht, dass nur weil ich diesen Aufnahmetest bestehe, ich die bestgeeignete Person bin, um dieses Studium schlussendlich durchzuziehen. Das heißt, ich muss vorher abprüfen können, kann ich mein Studium durchziehen, ich brauche eine bessere Orientierung, was heißt studieren überhaupt, was heißt dieses Fach zu studieren. Das heißt, ich kann viel mehr abfangen mit einer besseren Orientierungsphase und mit einer besseren Maturantinnenberatung. Ja. Also vielleicht, um da noch einen Satz dazu zu sagen. Du sprichst jetzt nämlich zwei Dinge an, die zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Ja. Einerseits geht es um Kapazitäten, die unsere Hochschulen zurzeit einfach nicht haben. Andererseits geht es natürlich darum, okay, wie gestalte ich solche Aufnahmeverfahren. Es ist angesprochen worden, von heute auf morgen werden wir nicht so tun können und wir bauen 50.000 Hörsäle und jeder kann studieren. Es wird nicht funktionieren. Aber dementsprechend ganz ehrlich, ist es auch jetzt darf ich mal ausdrücken. dementsprechend ist es in meinen Augen sehr, sehr schwer, als bundesweite Vertretung da zu sagen, okay, wir stehen nicht für Zugangsbeschränkungen ein, obwohl wir sehen, was daraus resultiert. Ja, das heißt, langfristig gesehen soll natürlich jeder Studierende das studieren können, was er oder sie will. Das ist das Ziel dahinter, ganz klar. Aber wenn wir realistisch sein, ja, funktioniert das einfach nicht. Und gut, jetzt noch einmal Herr Swatek, dann werden wir auch dieses Thema beenden. Na, das Problem ist grundsätzlich, auch wenn du sagst, dass dass Zugangsbeschränkungen nicht fair sind, ist die Situation, wie sie derzeit in Österreich ist, nicht fair. Weil es ist so, dass es Knockout-Prüfungen gibt, weil es zu wenig Laborplätze gibt. Es ist so, dass man auf Laborplätze ewig wartet. Und es ist einfach nicht fair, wenn man Studierenden vorgaukelt, sie haben einen fixen Studienplatz, dann studieren sie das und dann werden sie bei einer Knockout-Prüfung rausgehauen. Und genau damit das nicht passiert, damit man nicht die kostbare Zeit der Studierenden verschwendet, braucht es faire Zugangsbeschränkungen. Und es muss kein Numerus Clausus sein, das muss auch kein punktueller Test sein. Unserer Meinung nach soll das nicht nur ein Test sein, sondern eine Hülle von verschiedenen Methoden, die Studierende auch ausarbeiten sollen, unserer Meinung nach. Und eine Geschichte vielleicht noch aus meiner Erfahrung von der TU Graz, wo ich ja studiere. Bei uns im Architekturstudium haben sich 351 Leute fürs Studium angemeldet. Und das Aufnahmeverfahren, das angeblich ja so schwer ist und Leute benachteiligt war, ein Motivationsschreiben zu schreiben, warum will ich Architektur studieren? Und es haben nur 188 Leute überhaupt ein Motivationsschreiben eingereicht. Also gerade einmal 53%, glaube ich, sind das. Gut, wir waren jetzt bei diesem Dilemma freie Bildung versus Massenandrang. Wie bekommt man den in Griff? Sie alle sind auf jeden Fall dafür, dass die Studieneingangs- und Orientierungsphase reformiert wird. Das klingt im ersten Moment recht vernünftig. Wo ist denn eigentlich das Problem, Frau Haas? Die Studieneingangs- und Orientierungsphase ist am Anfang vom Semester. Es sind irgendwelche Lehrveranstaltungen hineingestopft worden. Und am Schluss gibt es halt, es wird ein grober Überblick geschaffen,
über das Studium ist wieder nicht direkt orientiert. Und am Schluss gibt es einen Kreuzertest, wo nicht wirklich das Wissen abgefragt wird, sondern wo einfach nur rausgekickt wird. Das heißt, man schaut einfach, ohne dieses DEAP darf man praktisch nicht weiter studieren. Das heißt, wir schauen, dass man einfach da limitiert, aber wenn es offiziell keine Knockout-Prüfung ist, ist trotzdem so, dass man da einfach die Grenze so setzt, dass Studierende nicht weiter studieren können. Und wie ich schon gesagt habe, es gibt keine ordentliche Orientierung, es ist eigentlich eine Knockout-Phase. Das heißt, was wir eigentlich fordern, ist, dass wir sagen, es muss vor dem Studium ordentlich orientiert werden, ordentlich beraten werden und Studierende soll sich orientieren können. Aber es ist genauso, dass dann im Studium die Wahlfreiheit bleibt, dass sich Studierende auch selbst dort orientieren können. Und da haben wir auch ein ganz konkretes Modell als VSTÖ dazu entwickelt, das wir fordern. Also einerseits ist, wie du angesprochen hast, die Orientierung vor dem Studium sehr wichtig. Ich selber habe zum Beispiel nicht auf die Berufsorientierungsmesse gehen dürfen von meiner Schule aus. Aber ganz wichtig ist auch eben die Orientierungsphase im ersten Semester an der Hochschule, weil viele Studierende einfach noch nicht genau wissen, was gibt es überhaupt alles, was kann ich alles studieren? Und da fordern wir als VSSDÖ, dass man im ersten Semester an drei verschiedenen Hochschulen, drei verschiedenen Lehrveranstaltungen besuchen kann, um sich so einmal zu orientieren und sich erst nach diesem Semester wirklich auf ein Studium festzulegen. Aber das ist organisatorisch fast nicht möglich, dass du die drei Vorlesungen, die du da belegst, auch wirklich österreichweit so aufteilst, dass es keine Überschneidung kommt. Und außerdem, dass ich von A nach B komme in der Zeit, wo die stattfinden. Die also Frage ist ja auch nicht so, dass du dich auf drei Hochschulen inskribieren musst quasi dafür oder auf drei Hochschulen diese drei Lehrveranstaltungen machen musst, sondern du kannst drei verschiedene Lehrveranstaltungen in drei verschiedenen Hochschulen machen, du kannst aber auch drei Lehrveranstaltungen in JUS am Juridikum in Wien machen. Ich möchte noch über einige Themen mit Ihnen sprechen und ich muss natürlich auch ein bisschen auf die Zeit schauen. Rund 380.000 Studierende können vom 19. bis zum 21. Mai ihre Hochschulvertreter wählen. Viele Studentinnen und Studenten sind in der Situation, dass sie tatsächlich jede Hilfe brauchen können. 63% aller Studierenden müssen arbeiten, um sich das Studium überhaupt leisten zu können. Frau Grabitz, Sie wollen, dass die Studienbeihilfe auf die Mindestsicherung angehoben wird. Woher soll das Geld kommen? Ich glaube, also ganz ehrlich, ich bin nicht die Finanzministerin und ich bin nicht dafür da, jetzt ein Geld aufzustellen, sondern ich bin Interessensvertreterin der Studierenden und ich sehe einfach, dass mit 700 Euro oder 679 Euro genau ist ein Existenzminimum einfach nicht gesichert. Die durchschnittliche Ausbezahlungshöhe der Studienbeihilfe liegt bei gerade mal 230 Euro und inflationsangepasst ist das Elterneinkommen seit 96 nicht mehr geworden. Wir schauen uns ganz kurz die Einkommenssituation der Studierenden an. Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass viele Studierende in Jobs arbeiten, die eigentlich gar nichts mit ihrem Fach zu tun haben. Aber jetzt zum Gehalt der Studenten und Studentinnen. 2011 leben die Hälfte der Studierenden von 870 Euro im Monat. Die Ausgaben der Studierenden betragen durchschnittlich 930 Euro im Monat. Um die Differenz einordnen zu können, die Armutsgefährdung beginnt bei einem monatlichen Einkommen für einen Haushalt von 1104 Euro, so sagt es die Statistik Austria für das Jahr 2013. Herr Wiltsche, wie soll jemand, der am Rande der Armut lebt, nebenbei einem fachlich fremden Job nachgeht, in Mindeststudienzeit sein Studium schaffen? Wie soll das gehen? Sehr gute Frage. Ja, die Frage stellen wir uns als Aktionsgemeinschaft genauso. Und deswegen sind wir der Meinung, dass da sehr, sehr viel Nachholbedarf, dass es den braucht. Ja, aber das Beihilfensystem ist sehr, sehr undurchlässig und sehr, sehr wir. Ja, da ist nicht ganz klar, okay, wer kriegt jetzt überhaupt Beihilfe und wer kriegt es nicht. Ich glaube, da muss man ansetzen. Ja, und auch die Senkung, dass man Familienbeihilfe nicht mehr bis 26 beziehen kann, ist auch ein sehr, sehr großes Problem, was unbedingt wieder retour gemacht werden muss. Ja. Wir müssen Familienbeihilfe wieder bis 26 ausbezahlt kriegen. Ja. Ich glaube, da ist es einfach auch wieder, es kommt alles in Wahrheit auf ein Thema zurück. Ja. Die Bundesregierung muss einfach eine bildungspolitische Playerin ins Heute gefallen muss werden, ja, um da wirklich Druck aufbauen zu können, damit genau diese Dinge auch passieren können, damit man sagen kann... Also bei diesem Thema wäre es für Sie in Ordnung, dass Sie politische Sacharbeit leisten, sozusagen? Ja, natürlich, aber das sind genau die Themen, die Studierenden ja betreffen. Ja, weil wahrscheinlich auch die meisten da an diesem Tisch, ich genauso arbeite auch neben meinen Studien, obwohl ich auch in der sehr privilegierten Lage bin, dass meine Eltern genauso ihren Teil dazu beisteuern. Und ich glaube, dass es da einfach politische Schlagkraft wieder braucht für die Bundesregierung. Und deswegen sind wir als Aktionsgemeinschaft wirklich die Fraktion, die sagt, okay, wir beziehen Studierende mit ein, weil wir das Gefühl haben, zurzeit fühlen sich Studierende nicht vertreten. Die finanzielle Situation der Studierenden, wie wollen Sie sie verbessern, Herr Flacke? Ja, also viele Punkte, die genannt wurden, also das Beihilfensystem gehört
komplett reformiert. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Die Ausgangslage hat sich auch verändert. Studierende haben sich heutzutage verändert. Viele haben vielleicht vorher was anderes gemacht, haben eine Berufsausbildung gemacht, kommen mit anderem Alter rein, sind knapp unter dem, was es für das Selbsterhalterstipendium braucht, weil sie vorher einen Tick zu wenig verdient haben. Dann fallen sie durch alle Maschen. Das kann keine Lösung sein. Die Altersgrenzen sind ein Problem. Aber um da nochmal drauf zu kommen, eben mit den, das spielt da nämlich rein, diese Diop-Geschichte.